In den heutigen VB-News schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Drop-Details an für den kommenden Star Wars Poster-Drop und schauen wir uns auf jeden Fall noch den nächsten Comic-Drop an und noch sehr viel mehr. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein VBOG mit den wichtigsten VB-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ihr seht es vielleicht heute schon, ich bin ja mit sehr schlechter Kamera und auch hier in meinem Zimmer unterwegs. Ich bin nämlich gerade auf einem privaten Familientreffen und dementsprechend wollte ich aber euch natürlich trotzdem hier auf dem Laufenden halten, was die VB-News angeht. Deswegen würde ich sagen, starten wir heute auch direkt rein. Ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal hier für die Audio- und auch die Bildqualität. Aber in den nächsten Malen wird es auf jeden Fall deutlich besser sein. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ich würde sagen, Stand tun wir an dieser Stelle mit den Star Wars Postern. Die werden nämlich schon am Montag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und zwar hier zu Return of the Jedi. Und ich muss persönlich sagen, mir gefallen die Poster teilweise relativ gut. Andererseits wieder auch einige dabei, die ich nicht so mag. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze findest. Das Ganze wird im Blindbox-Format stattfinden. Das wird das erste Poster sein, was wir hier sehen werden. Das ist eine Uncommon. Und das Ganze wird einen Listenpreis pro Blindbox von 30 Gems haben. Unter anderem hier eine Edition-Zahl von 1277 Stück. Als nächstes haben wir dann hier eine Rare, die persönlich mir gar nicht gefällt, aber das ist Geschmackssache. Eine Edition-Zahl von 1077 Stück. Anschließend haben wir dann hier auf jeden Fall ein Poster, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und mir auch gut vorstellen kann, dass es gut gehen wird. Und zwar nämlich hier eine Ultra mit einer Edition-Zahl von 777 Stück. Und im Anschluss haben wir noch eine weitere sehr, sehr gute Ultra, und zwar nämlich die hier. Das Ganze wird eine japanische Version tatsächlich sogar sein, also so nochmal etwas sehr viel Besonderes, auch eine Edition-Zahl von 777 Stück. Im Anschluss haben wir dann hier noch eine Secret Rare, und das ist hier auch wieder sehr besonders, denn die haben wir es mit einer polnischen Version zu tun. Wie gesagt, eine Secret Rare, so sieht das Ganze aus. Ich persönlich finde das sehr, sehr, sehr gut. Das Ganze wird eine Edition-Zahl von 525 Stück haben. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, nimmst du den ganzen Drop mit oder nicht, schreib es mir unten rein. Im Anschluss haben wir dann hier noch den nächsten Comic-Drop und das wird nämlich Captain America Hashtag 34 aus dem Jahre 2004 sein mit der First Appearance of Bucky as Captain America, also Bucky Barnes als Captain America. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Für mich persönlich kein Drop, den ich jetzt mitnehmen werde, aus verschiedenen Gründen. Mir gefallen erstmal die Cover nicht und auch die Preise auf GoCollect sind nicht allzu vielversprechend. Hier eine 9.6 Gramm für $70. Ist einfach nicht gerade das Comic, was man jetzt unbedingt haben muss. Sollte natürlich aber Bucky Barnes auch eine größere Relevanz im MCU bekommen, dann könnte natürlich auch dieses Comic auf VBB auch in physisch deutlich besser gehen. Aber da bin ich einfach kein Comic-Experte, das ist wirklich reine Spekulation. Im Anschluss haben wir noch eine Sache zu DC und zwar wird es nämlich hier eventuell auch in Zukunft noch den Batmobile-Drop geben. Es gibt ja schon die Spekulation, dass VB hier nicht den Drop bekommen wird auf VB. Aber ich denke mal tatsächlich eher schon, denn wir schauen uns gleich noch eine weitere News an, die einfach zeigt, wie schnell es hier auch mit Unternehmen gehen kann und dass VB hier wirklich deutlich robuster ist, glaube ich, als viele andere Unternehmen. Wie gesagt, das Batmobil hier für viele Leute auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Wir haben es schon in Previews bei VB gesehen. Dementsprechend gehe ich auf jeden Fall ganz fest davon aus, dass wir es auch auf VB sehen werden. Hier ist am 29. Mai ein Livestream geplant, eine Movie Night, wo unter anderem hier auch das Batmobile mit drauf ist. Eventuell bekommen wir da auch die Ankündigung für den Batmobile Drop. Das ist aber natürlich eine reine Spekulation. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du das Batmobile gerne sehen würdest und ob du es dir auch auf der App kaufen würdest. Ja, im Anschluss haben wir noch eine Nachricht mit dabei, die wirklich schon etwas ist, was ich persönlich überhaupt nicht erwartet hätte. Und zwar nämlich, dass Recuo hier ihre Pforten schließt. Lange wurde es als Konkurrent von VB gesehen, auch wirklich als ernstzunehmender Gegner. Ja, jetzt kann man einfach nur noch sagen, rest in peace, Recuo. Das ganze Projekt ist mehr oder weniger begraben. Und VB hat natürlich damit jetzt hier auch seine Monopolstellung weiter ausgebaut. Denn es ist mehr oder weniger noch ein Mitbewerber, ein Konkurrent, wie man es auch nennen möchte an dieser Stelle, aus dem Spiel. Es kann natürlich hier an dieser Stelle erstmal aufzeigen, okay, was sind auch an Risiken da. Das ganze Risiko könnte natürlich auch hier bei VB eintreten, was bei Recuo eingetreten ist. Meiner Meinung nach ist das Risiko aber bei VB deutlich geringer, da sie einfach sehr viel mehr Lizenzoren haben und dementsprechend auch ein sehr viel größeres Monopol an Lizenzen haben und dementsprechend auch sehr viel mehr, sage ich jetzt mal so, Kapital holen könnten über Venture Capitals, das heißt über Fonds, die sie sozusagen damit Geld versorgen, mit neuem Geld
Von dem her, ja, ist das meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich bei Vivi. Nichtsdestotrotz zeigt es, wie schnell es hiermit auf einem, ja, so einem Projekt wie Recur gehen kann. Und ja, von heute auf morgen im Prinzip die Pforten geschlossen werden. Wenn du auf jeden Fall noch Dinge auf Recur hast, beschäftige dich unbedingt damit, wie du da irgendwie dann doch noch an deine Sachen möglicherweise rankommen kannst. Denn so wie ich das verstanden habe, sind die Sachen nicht komplett weg, aber die sind halt nur noch auf deiner Wallet und es wird da keinen Use Case und so weiter mehr geben. Nichtsdestotrotz, ja, schreib es auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, wenn du damit irgendwie ein bisschen auf die Nase geflogen bist. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren, was deine Erfahrungen mit Recur waren. Ob du zum Glück vielleicht sogar noch mit Plus rausgegangen bist, schreib es sehr gerne mal unten in die Kommentare. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video aber gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like hier von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und ein schönes Pfingsten noch. Und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.